Hallo und ein herzliches Willkommen zum Herr-der-Ringe-Turnier. Das erste Mal, dass wir es jetzt wirklich mal hinbekommen haben. Wir haben insgesamt 5 Spieler, die jetzt gegeneinander sich battlen im 1v1. Ihr hört schon, der Black ist da mit dabei und der Schäfi ist als Zuschauer mit dabei. Und ich blende hier an der Stelle einmal die Excel-Tabelle ein für den Turnierplan. Und am Ende gibt es dann noch ein Finale zwischen dem ersten und dem zweiten. Und der dritte und vierte Platz wird nochmal ausgespielt. Und der fünfte Platz, der ist dann halt nur noch entsprechend halt Zuschauer. Wie ihr sicher schon gelesen habt, Geo und Talin, die sind ebenfalls mit im Turnier, sind aber momentan schon in ihrem ersten Fight gegeneinander. Möge der Schlechtere gewinnen, damit ich dann hinterher mehr Chancen habe. Okay. Genau, richtig. Auch. Ansonsten von den, sagen wir es mal so, von den Einstellungen her haben wir es jetzt so gewählt, Armee zufällig. Wir werden immer nur auf Zweierkarten spielen, die so halbwegs symmetrisch sind. Da gibt es keine direkte Vorgabe. Kommandeurspunktefaktor ist auf mal 2 gesetzt. Keine Ringhelden. Sonst ist eigentlich alles relativ normal und klar. Und dann würde ich den Black und den Schäfi einmal bitten, auf X zu drücken. Ja. Bevor wir ganz kurz loslegen, es ist natürlich nicht, je nachdem, wie das Turnier ankommt, ist es natürlich nicht das letzte Turnier. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, schreibt einfach den Lü bzw. mich an. Kommt auf unseren Discord, Link unten in der Videobeschreibung. Wenn das nächste Turnier geplant ist, könnt ihr da gerne mit dabei sein. Genau, und bei mehr Spielern gibt es dann halt gegebenenfalls Gruppen und so weiter. Und dann wird das Ganze vom Regelwerk nochmal ein bisschen eindeutiger. Angepasst. Also da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen Flexibilität. Unabhängig davon könnt ihr natürlich dann auch gegen die Leute, auch ohne dass wir hier aufnehmen oder ohne dass wir dabei sind, gegen andere spielen. Also falls ihr gerne mal ein paar mehr Spiele spielen wollt, kommt auf unseren Discord, schreibt entweder den Dü oder mich dort an, dass ihr gerne in die Herr-der-Ringe-Gruppe wollt, als bevorzugte Spieler. Ihr könnt alles andere dann auch lesen. Allerdings, wie gesagt, seid ihr dann da direkt quasi farblich markiert. Und ab und zu fragt dann jemand, gerne auch ihr, ob jemand ein Turnier und ein Match machen will. Und ihr könnt dann gerne mit dabei sein. So, ja. Okay. Und an der Stelle nochmal die letzte Information. Es wird, sonst splitten wir eigentlich immer die Folgen. Allerdings wird es jetzt hier ein reines Gefecht immer geben. Also ein 1v1 wird immer direkt hochgeladen. Na? Ganz genau. So viel dazu. Okay, wir starten mal. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt und mal schauen, wie das gegen den Black läuft. Hast du geübt? Ich bin auch sehr gespannt. Ich wollte üben, ich konnte aber leider nicht. Ah, das ist natürlich schade. Okay, gut. Ja, ich mute mich mal. Genau. Und ich habe eine Rasse bekommen, die eigentlich doch relativ stark ist. Dementsprechend. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Also der Schäfi wünscht euch nochmal Glück. Reicht aber, wenn du mir Glück wünschst. Du brauchst keins. So, das bedeutet, wir fangen direkt erstmal an. Und erstes Spiel im Turnier und los geht's. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal das hier. Machen wir auf jeden Fall auch gleich einmal. Okay. Okay, schon länger nicht mehr Herr der Ringe gespielt. Wir haben hier auf jeden Fall einen Creep Horde. Okay, das ist okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann machen wir direkt eine Uruk-Grube einmal hier ran und dann geht das da auch direkt los. Was haben wir noch? Wir haben hier noch ein Leuchtfeuer, okay. So, dann gehen wir einmal mit dem hier einmal schon mal hier hin. So, okay, Uruk-Grube baut auf jeden Fall erstmal aus. Das ist erstmal okay. Was haben wir hier noch Schönes? Auf dieser Insel. Ah, okay, da haben wir auf jeden Fall ein Rohstoffgebäude. Das heißt, das müssen wir uns auf jeden Fall relativ zeitig holen. Das werden wir uns auch relativ zeitig holen. Ansonsten, was haben wir noch für Helden? Wir haben Lurz. Wir haben Shaku. Lange Zone und Saruman, okay. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit agieren. Okay, hier gehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen runter und hier können wir auf jeden Fall auch dann auch gleich nochmal. Ah, ne, warten wir erstmal noch. Ukrai. Na, Lanzenträger. Warten wir erstmal auf die Lanzenträger. Und go. So. Damit wir da auch von den Rohstoffen hier nochmal ein bisschen weiterkommen, dann können die Lanzenträger hier nämlich auch schon mal hochleveln. Und dann sieht das nämlich auch schon mal besser aus. So, können wir hier hinten nochmal irgendwie hingehen? Ah ja, hier hinten können wir auch nochmal hingehen.
ihr wisst, was zu tun ist. Ihr werdet nicht gefaulenzt. Okay. So, unsere ersten Einheiten sind auf jeden Fall schon mal da. So, ein weiterer Schmelzofen ist ready. Oh, okay. Okay, da ist auf jeden Fall ein Höhlentroll davor. Okay, holen wir uns schon mal den nächsten. Kommen wir hier drüber? Ja, hier kommen wir drüber. Okay, hier ist auch nochmal, hier sind auch nochmal Waage. Sehr cool. Okay, so. Macht, was euch befohlen wird! Macht dich nützlich! Wäre hierher! Weiter, weiter! Das neue Gebäude ist fertig! Na komm! Na komm schon jetzt hier. So, zack. Okay, dann geht's hier auf jeden Fall weiter. So, dann machen wir hier mal eine Holzfällermine hin. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Warggrube, brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, ja. Machen wir. Okay. Und dann sieht es schon mal ganz gut aus. So, das heißt, haben wir das geschafft. Das sieht schon mal gut aus. So, rekrutieren wir einmal Lots. Und wir gehen einmal hier runter auf die Insel. Okay, weitere Einheiten sind auf jeden Fall am Schlüssel. So, Lurz ist da. Sehr schön. So, was hat Lurz für Fähigkeiten? Waffe wechseln, Schwert und Bogen. Okay. So, Armbrüste. So, was haben wir hier? Also hier hatten wir noch das Leuchtfeuer gehabt, ne? Okay, dann gehen wir da einfach mal hier just for fun hier runter. So, wir hatten jetzt hier auf jeden Fall... Okay, hier haben wir noch einen Baumeister, das ist auch okay. Das heißt, wir bräuchten als nächstes dann die Rüstkammer auf jeden Fall. So, Waage sind ready. Da bauen wir nochmal ein paar Waage. Okay. So, den Höhlentroll holen wir uns. Okay, er ist auf jeden Fall auch Isengard. Okay, den Baumeister hat er bekommen, aber... Okay, dann gehen wir jetzt hier mal in die Offensive direkt. Holen uns auch gleich mal nochmal einen weiteren Helden, nämlich Saruman. Jetzt kann dich keiner
Ja, okay. Okay, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, okay. So, Saruman ist angekommen. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Rüstkammer. Okay, seine Armee ist auf jeden Fall ready dort oben. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal nochmal einen weiteren Baumeister. Wir gehen mal damit hier zu Gange. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine weitere Uruk-Grube. Okay, shit. Okay, dann gehen wir da einmal zurück. Okay, der hat ja hier auf jeden Fall nur... Okay, dann holen wir uns hier mal Saruman dazu. Ja, okay, heilt Einheiten, das sieht schon mal gut aus. So, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal das hier. Ah, shit. Nein! Fuck, man! Das war nicht gut. Aber gut, kann ich mir wieder zurückholen. Okay. Okay, dann gehen wir damit mal in die Offensive. So, Saruman ist auf jeden Fall schon mal back. So, unsere Zeit ist gekommen. Okay. Es geht voran. So, was haben wir denn noch jetzt in der Rüstkammer? Wir können einmal... Okay.
Eine neue Macht erhebt sich. Okay, es sieht bisher gar nicht so schlecht aus bei Black, muss man sagen. So, das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal nochmal was nachproduzieren. Okay, so, Rüstkammer sieht schon mal gut aus. Okay, gut, das heißt, da muss ich natürlich auch nochmal nachproduzieren. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal auf jeden Fall mal safe in die Offensive. Was mache ich denn hier? Scheiße, ey. Okay, wir gehen auf jeden Fall einmal zurück. Okay, ja gut, er greift dann natürlich die Schmelzöfen an, das ist aber okay. Okay, so, dann haben wir hier noch einen Baumeister, mit dem gehen wir mal hier hin. Naja, okay, dann müssen wir einmal zurückgehen, das bringt uns nichts. Die Rüstkammer ist auf jeden Fall wichtig. So, das heißt, wir gehen mal mit unseren. Gehen wir dahin und gehen dahin. Okay, wir gehen einmal zurück. Wir gehen einmal zurück. Okay, wir gehen einfach mal hier oben hin. Das ist auch in Ordnung so. So, das heißt, wir bauen einmal das hier nach. So, das heißt, da gehen wir auf jeden Fall nochmal weiter. Und gehen einmal hier gucken. Gucken einmal, dass wir hier was hingebaut bekommen. Okay, so, das heißt, da gehen wir auf jeden Fall einmal nochmal nach unten. Okay, so, das heißt, der ist auf jeden Fall hinüber. Okay, wie sieht's hier oben aus? Da kommen nochmal Waage raus. Okay. Wie sieht's denn aus mit unserer Rüstkammer? Okay, da müssen wir auf jeden Fall nochmal Upgrade durchführen. Okay, Gebäude gehört uns. Wir gehen einmal hier hin. Wie lange halten die denn noch? Alter, ey. Halten aber auch Ewigkeiten, ey. Der Sieg ist nah.
Hm. Ah, jetzt fehlt mir hier Lourdes oder was? Shit. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal einen weiteren Helden. So, das heißt, wir gucken mal. Sklaven meines Willens. Dieser Ort gehört dem Feind. Vergießt ihr Blut. Wir haben das Gebäude. Sie greifen den Baumeister an. Okay, der Baumeister wird angegriffen, das ist aber okay. Okay. So, was können wir da noch Schönes machen? Okay, wir holen uns erstmal den hier. Was können wir hier noch machen? Wir können hier einmal noch ein paar Waage bauen. Wir können hier einmal noch mal da was hinbauen. So, die Dune dahin. So, es ist schon spät. Das denke ich mir auch. So, ich brauche auf jeden Fall deutlich mehr Einheiten. So, und da ist auf jeden Fall auch Geo schon mal. Okay. So, jetzt muss ich auf jeden Fall, ich muss jetzt einmal in die Offensive halt auf jeden Fall gehen. Einmal in die Offensive gehen. Okay, dann ist hier nochmal ein kleines Aufbäumen auf jeden Fall. So, Saruman muss sich auf jeden Fall mal ein bisschen erholen. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal, müssen wir einmal hier runter gehen. So, ich brauche auf jeden Fall mal. Wo ich noch irgendwo einen Baumeister stehen? Da steht auf jeden Fall ein Baumeister. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall mal ein paar Belagerungswerke. Okay, gut. So, ich muss jetzt mich darum kümmern, dass er keine Nachproduktion mehr hat. Das heißt, da gehe ich jetzt auf jeden Fall gerade bei. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal irgendwie auch nochmal eine Festung. Meine Diener!
Saruman wird erfreut sein. Ich bin hier, um zu dienen. Ich rieche Menschenfleisch. Das bringt mir alles irgendwie noch nichts. Also, Saruman ist tot. Okay, holen wir uns zurück. Ich dachte, wir sind fertig. Ihr werdet nicht gefaulet. Das Auge beobachtet uns. Hier müssen wir aber erstmal uns nochmal zurückziehen. Da müssen wir uns nochmal zurückziehen. Das zählt leider alles noch nichts. Okay, auf jeden Fall sieht das bisher noch gut aus. So, ich muss mir jetzt irgendwas zusammensuchen hier. So, die sind scheinbar wirklich richtig OP irgendwie. Okay, da hat er auf jeden Fall scheinbar noch einen Baumeister rumstehen. So, das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal was. So, jetzt habe ich wieder nicht nachproduziert. Das ist natürlich auch schon wieder schlecht. Okay, da komme ich noch nicht ran. Schade. Das fehlt mir noch. Okay, er hat hier auf jeden Fall Saruman, hat er hier auf jeden Fall am Start gerade. Ich habe jetzt auch gerade momentan nicht mehr so viel, ne, irgendwie. Oh, auf jeden Fall Belagerungsmaschinen. Wo sind denn die Belagerungswerke? Da sind die Belagerungswerke, okay. Okay, gut, das heißt, wir müssen mal gucken. Weiß auch gar nicht, woher er die ganze Zeit immer die Rohstoffe hernimmt. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht gerade nicht gut aus. Shit.
Das sieht gerade nicht gut aus. Muss auf jeden Fall die Rüstkammer, muss ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal upgraden. So, was kann ich mir denn noch hier gönnen, Alter? So, ich glaube, wir sollten versuchen, einmal Grube erstmal. Und dann gucken wir doch mal, dass wir unsere Helden wieder belebt bekommen erstmal. Okay, dann bauen wir hier auf jeden Fall nochmal was nach. Der Typ hat hier auf jeden Fall ziemlich viel aufgebaut, hier auf der rechten Seite. Müssen wir auf jeden Fall ziemlich unterbinden. Okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal wieder neue Rohstoffe. Das sieht schon mal gut aus. Machen wir hier mal ein Upgrade. So, was können wir denn da noch Schönes machen? Wir können einen Drachen halt auf jeden Fall, ne? So, Belagerungswerke sind erweitert. Okay. Dann gehen wir mal hier oben hoch. Alter, auf jeden Fall. Ja, es spielt auf jeden Fall nicht schlecht. So, das heißt, ich habe jetzt den Vorteil. So, das heißt, so, Lurz ist auch wieder zurückgekehrt. Sorgt dafür, dass die Welt. Wir haben
den Feind gefunden. Die Urus und ihre Armbrüste sind bereit. Geschädigt von den Angriffen. Reiter Isengards. Die Werke sind hungrig. So, das bedeutet. Okay, da war er auf jeden Fall zu langsam gewesen. So, dass wir da nach und nach da rankommen. So, machen wir mal ein Palandir. Und hier ein Wächter rein. Okay, und dann geht unsere Armee hier hin. Wird sich hier auf jeden Fall nochmal beschäftigen damit. So, und jetzt geht's hier los. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Er hat hier auf jeden Fall noch irgendwie so ein bisschen was an Stuff. Produzieren schon mal nach. Ich habe, glaube ich, noch eine Balliste, habe ich, glaube ich, noch. Die ziehe ich auch nochmal hier hin. So. Okay, das war's an der Stelle. So. Ja. Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Das Ergebnis war ja eigentlich von Anfang an klar, habe ich ja schon gesagt, weil ich viel zu lange nicht gespielt habe. Ewig fertig. Gegen ihr beiden. Ja, bedanke. Aber ich muss sagen, ich habe mich besser geschlagen, als ich erwartet habe. Das stimmt. Du hast dich wirklich besser geschlagen. Also es war. So. Es war schwieriger. Ja, das war eigentlich auch relativ knapp. Also. War ein gutes Spiel bei uns, Menschen gegen Elben. Ja, genau, das könnt ihr dann vielleicht Double gegen... Isengard. Double Isengard, das Problem, genau, für die Zuschauer nochmal das Problem. Natürlich wird es immer so sein, dass vielleicht irgendwo ein Spiel gerade nicht mit angeschaut werden kann. Allerdings, wie gesagt, Geo wird aufnehmen, Bü nimmt auf, ja, ich nehme auf. Ja, ich habe auch genommen. Also dann gibt es eigentlich kein Problem. Okay, guckt ich einmal auf den verschiedenen auf. Kanälen. ja, der Schäfi, der ist kein Problem. Der wird irgendwo immer mit dreien drin sein. Das heißt, der wird mit irgendeinem wird er immer aufnehmen. Wenn irgendwo was nicht ist, schaut in die Videobeschreibung. Da sind sicher alle Kanäle verlinkt. Und da könnt ihr halt auch bei jedem das Spiel sehen. So, gut. Ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bei mir könnt ihr gern auch 15 Daumen da lassen oder sowas, weil ich mich so gut geschlagen habe, obwohl ich wissen's halt, 14 Fake Accounts erstellen auf YouTube nur. Genau so ist es. Wow. Und also auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann. Es war trotzdem eine spaßige Runde. Bis das Turnier ist noch nicht vorbei. Wir sehen uns im nächsten Match wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.